So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Urban Exiles 4. Im letzten Part habe ich keine Ahnung, was wir gemacht haben. In diesem Part sehen wir, denke ich mal, zu, wie der Osman auf den Sack bekommt von der schönen Koalition, die er aufgedrängt bekommen hat. Idiot. Und ich denke, wir machen mit Australien natürlich weiter, ist ja klar. Aber ich würde auch gerne mit Cannabis und Bengalen und so weiter weitermachen. Weil theoretisch, wir haben noch ein Peace Treaty mit Cannabis. Für 5 Jahre, wie ich es richtig gesehen habe. Nein, 4 nur noch. Bleibt die Frage, will ich jetzt Bengal zuerst angreifen? Oder warten? Weil wir können warten mit meiner... Ja gut, die Aggressivität ist sehr relativ gering, die ich da habe. Ja, warten wir noch ein bisschen. Schadet nicht, ein bisschen zu warten, denke ich mal. Und dann schauen wir, was alles machbar ist. Genau, da werden noch die Fische kommen. Vielleicht wäre jetzt nochmal so cool, so unglaublich viele gute Ressourcen kann man da bekommen. Bekommt einen Haufen Müll am Ende heraus. Oh, das ist sehr gut. Einen Thronfolger bekommen. Weil unser guter George ist schon 61. Insofern ist es nicht unbedingt, naja. Ist auch krass, dass er ein 60er Schwenk ist, erstmal eine 20-Jährige. Und wir bekommen einen 4-4-6-Herrscher daraus. Geile Sache. Einen guten 2-Master mit Stufe 2, der weniger kostet. Packen wir uns mal rein. Vielleicht können wir sie gut gebrauchen. 80%. Das bedeutet, weil wir jetzt einen 4-4-6-Herrscher demnächst haben werden. Oh, die ist auch ganz gut mit 4-3-6. Gute Zeit stehen uns bevor. Dann können wir definitiv neue Militärideen machen. Frage ist, nehmen wir den Qualität? Oder auch Aristokratie? Die sind auch interessant geworden. Muss ich mal nachschauen. Lass mal sehen. Kavalleriekosten werden gesenkt und unsere Kavallerie ist ein bisschen besser. Militärkosten sind geringer. Das ist ziemlich cool. Das ist auch ganz geil. Das ist so ein Standardding. Na, nochmal ein Diplomaten mehr. Leader Siege plus 1 ist ganz nett. Was kann ich denn daraus noch alles rausziehen? Noch einen Diplomaten, den ich will? Wow. Construction kostet mir 15%. Oh, das ist interessant. Mit Influence weniger Unruhe. Oder Qualität eben, die ganz Standard sind. Ne? Was kann man da alles rausziehen? Na gut, dann mal den Ländertischen senken, ne? Wäre ganz nett. Und der bringt mir auch ein bisschen was für meine Marine. Und 50 CPM mit die Qualitätsideen, würde ich sagen. Ich glaube, damit kann man wieder am meisten erreichen. Ja, können sogar schnell einen Punkt draufpacken. Machen unsere Infanterie ein bisschen besser. Und könnte ganz sinnvoll sein, um dauerhaft eben Vorsprung zu haben gegen die Inder. Weil die sind jetzt unser. Ja, jetzt nochmal so schön. Ach, Mann. Genau, von der Institution sind sie jetzt, glaube ich, gleich auf mit mir. Ja. Ziemlich. Das heißt, sie warten jetzt eigentlich nur, bis die Manufaktur in 10 Jahren kommen. Da könnte ich eigentlich noch ein bisschen... ein bisschen was für machen. Das ist ein bisschen heftiger bei mir spreadet. Und guck mal, 2 schöne Provinzen haben wir da vor uns. 2 schöne Provinzen. Vor allem ist das da irgendwo in unseren Koloniegebieten. Oh Leute, Osmane verkackt hier voller Kanne über den Grenzgebieten, aber erobert Wien. Also es geht hier gut, was? Und dann deswegen geht der Vorosko auf minus 3 zurück statt minus 33. Das ist heftig. Gott, Koalition, macht mal was Anständiges da, ey. Ich habe keinen Bock zu sehen, wie der Osmane am Ende noch gewinnt oder so. Das wäre das Allerschlimmste. Gewinnt der Osmane, ne? Ah, da ist ein Coolness unterwegs, okay. Also wollen wir wirklich nach und nach ganz Australien zu holen, okay. Wenn vergangenes Leo meint, er muss ganz Australien fokussen, dann ziehen wir das durch. Missionen sind weiterhin Bullshit. Da sind wir ganz gut dabei. Ja, wie gesagt, an sich stehen uns das gute Jahre bevor, ne? Ich meine, George ist ja schon mit 3, 4, 6 ein ganz guter Herrscher.
Sollte er irgendwann die nächste Zeit abnippeln und nicht dann erstmal lange Zeit einen Queen Consort haben, ist nicht schlimm. Über Queen Consort können wir ja trotzdem Kriege erklären. Und sie ist gerade mal 20. 21, Entschuldigung. Das heißt, sie wird auch nicht mehr ebenso sterben. Ja, auch mit einem super Lied mit 4-3-6. Deswegen, was soll ich mir jetzt groß Gedanken machen? Bis jetzt würde ich sagen, es kann nicht besser sein. Da ist eine Muselprovinz. Wieso ist diese Muselprovinz? Weil sie kürzlich erst umkonvertiert wurde. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Jetzt meinen kleinen Tee hier mal umrühren. Ich habe nämlich jetzt erstmal wieder Wochenende. Denn heute ist Freitag. Und eine Woche ist Gamescom. Freue ich mich auch schon drauf. So, die nächste österreichische Provinz ist unter Kontrolle. Da hängen wir jetzt auch schon rum. Weiß ich Bescheid. Bleib du mal da. Ah, da tuckert der Portugiese rum, macht irgendetwas. Keine Ahnung, was er genau macht. Taiwan haben wir auch wunderbar unter Kontrolle und auch überall englische Boys hingesetzt. Theoretisch könnte ich die Tradeports einfach mal einführen, ne? Ich meine, wir bekommen ja auch hier, wenn wir drei Trade Companies haben, bekommen wir ja auch extra Punkte hierfür. Und ich könnte. Ne, da darf ich keine hinsetzen. Das Plat, dass sich noch ausbreitet, hier finde ich interessant. Na gut, da ist ja keine Sau, ne? Und das mit Kanada finde ich einfach nur frech. Mein armes Kanada. Ich habe so viel in dich investiert. Wir können jetzt zum Beispiel eine Trade Company setzen. Was bringt das, wenn ich das mache? Die Trade Power wird um 100% erhöht. Ich bekomme kein Geld mehr daraus. Miss Nachstärke kann man vergessen. Manpower Modifier kann man vergessen. Zeit, das kann man da vergessen. Das ist nicht mal eine Kernprovinz zu mir. Das heißt, ich beziehe eh quasi nichts daraus. Die Trade Power wird davon relativ gering sein. Aber egal, wir machen uns eine hin. Dann würde ich sagen, wir ziehen Taiwan auch noch eine hin. Ich würde sagen, in der nördlichen Provinz, oder? Ja, wäre schon hier nicht verkehrt. Setzen wir uns da mal hier hin. Und dann brauche ich noch eine dritte. Am besten immer so einen kleinen Archipel, ne, hier unten. Genau, einfach da hinten hinsetzen. Puff, Ende. Nicht lange nachdenken, Punkte bekommen. So, und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Multicultural Nation, ja. Potential of a Large Army wäre interessant, wenn wir es noch hätten. Oder Religious War gewinnen. Gucken, ob ich ihn mal machen kann. Aber wie gesagt, ich meine, Trade Power bekomme jetzt, wird sie eh auf mein Geld eh nicht auswirken. Wir bekommen einfach nur schneller Punkte jetzt reingedrückt. Aber Punkte, wir können uns gleich das erste aussuchen. Bleibt die Frage, was nehmen wir da am dümmsten, ne? Na, warte mal ab, bis es soweit ist. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Trade nehmen. War es nicht sogar so, dass der Franzose jetzt auch hier rumeiert irgendwo? Ach stimmt, der hat hier die kleine Insel sich geholt, ne? Beziehungsweise er hat sich jetzt die Insel geholt. Das heißt, jetzt hat er auch Reichweite locker bis hier vorne. Mal gucken, hier ist auch noch ein Indien, der irgendwelche Scheiße baut. Ah, wunderbar. Was haben wir denn? Das ist mir egal. Das ist, ja, ist ganz nett, aber nö. Fort Maintains on Border with Rival. Ja, brauchen wir nicht. Autonomy Change Cooldown. Das ist interessant. Smart Treatment Cost. Okay. Effizienz. Oder Yearly Absolutism plus 1. Würde ich sagen, wobei gönnen wir uns das? Das hat Frankreich an sich viel zu viel Geld. Momentan mache ich ein bisschen Absolutismus. Wie schaut das hiermit aus? Scheint ihnen ziemlich egal zu sein. Gönnen wir uns. Bekommen mehr Absolutismus. Absolutismus ist gar nicht mal so verkehrt, wenn wir davon was haben. Wie wir sehen, bekommen wir dadurch. Ja, man sieht ja, was man dadurch bekommt. Obwohl, nee, das ist der Wert. Base Value. Ah, da oben ist das.
Die Effizienz wird besser und die Core Duration senkt sich. Das ist gut. Also gar nicht mal so verkehrt, das zu machen. Sehr schön. TV haben wir jetzt auch unter Kontrolle. Heißt ja quasi noch eine Provinz. Und dann können wir uns hier Australien machen. Das ist mir schon im Süden, das haben wir die ganzen drei Provinzen. Und dann hier drüben die nächste. Wir könnten eine Duplo-Idee machen. Ich könnte es auch sein lassen. Admin will ich eigentlich noch lassen, weil wir werden noch die nächste hier ein bisschen Admin ausgeben. Kann ich wieder meine Provinz hier ein bisschen ausbauen? Ich bekomme so viel fucking Duplo-Power. Ich weiß nicht, wohin damit. Das sind 11. Ja, das wären 21. 2, 3. Fehlt noch ein bisschen was. Oh, danke für den Fisch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch Fisch bekomme hier. Das wären jetzt 20. So. Dann sind wir so ziemlich nah zum Ende, ne? Mit den ganzen Provinzen hier. Ja. Lass mal dabei, jetzt sind wir 400. Das passt so. Kann ich nochmal zwei Manufakturen bauen? Nö, ich darf nur eine. Kostet dann doch zu viel. Oh nein, ein Kommandant ist gestorben. Oh jo, packen wir uns in 3 Sterne die da rein. Nee. Ich gerade ein bisschen mehr Knete machen. Wie sagen wir, mache ich trotzdem 10 Militärstärke. Ja, mehr Fische. Ist ja nicht so, dass in Australien jetzt nur Fische geben würde, nicht wahr? Oder Getreide, ich meine etwas. Gucken, was wir da so bekommen. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Gutes bekomme? Wolle könnte ich ja bekommen. Wolle hätte was. Gold wäre natürlich auch fein. Aber Wolle wäre schon mal ein schöner Anfang. Wäre wenigstens mal was Schönes. Okay, wo auch mal das ist. Solange du im Bündnis mit den scheiß Franzosen bist, kann ich mit dir eh nichts mehr machen, Portugal. Weil du hast eine Arschlochprovinz, die ich gerne hätte. Nämlich die da. Ich bin übrigens auch eine Schweinerei, dass du die einfach so bekommen hast. Mir schenkt man nix, sagt er und blickte auf Schweden und grinste dabei. Ja gut, Schweden ist eine Ausnahme. Gustav Adolf Fleming? Oh. Der ist nett, der Name. Der ist cool. Der hat Swag. Gustav Adolf Fleming. Oh, was ist mit dem Osmanen los? Hat er doch in die Koalition dann am Ende verkackt? Interessanterweise nur minus 31, obwohl er Konstantinopel verloren hat. Warum so wenig? Ich meine, in Ägypten hängt ja auch die Teutonic Order mit der kleinen Expedition rum. Hat der so viele Schlachten gegen ihn verloren am Ende? Ich meine, kannst du mich erzählen, dass Kleinasien hier 70% dazu ausmachen? Das macht nicht so viel Sinn. Oh, Regency in Frankreich. Nein, hast wohl zu viel Geld verprasst, hast nichts mehr gehabt für Medizin, oder was? Ja klar, Candela Hunyadi, für Louis, der gerade mal ein Jahr alt ist. Oh, der hat noch mittleren Anspruch. Interessant. Interessant. Vielleicht kann man den ein bisschen triezen, ne? Louis, ne? Wolltest du dein Bündnis in Portugal nicht aufgeben? Nee, Louis Hundehund will es nicht machen. Natürlich bekomme ich noch mehr Fische. Wie soll es anders sein? Lol, ich hole das meinen Typen rein und stirbt er mir direkt wieder weg. Super. Hey, Portugal, magst du das Bündnis in Frankreich brechen? Nein, das ist ein Arschloch, ich weiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Fisch bekomme, war doch gar nicht mal so hoch, oder? Ja, 20,6%. Es ist das dritte gewesen, zumindest bei dem jetzt hier. Wow, danke Spiel. Gib mir mehr Fisch, ganz herrlich. Scheiße. Was will ich mit Fisch? Ich bin jetzt schon locker Trade Leader von Fisch, oder nicht? Boah, da füllt schon Bengal, ist mir scheißegal. Komme ich nicht schon Bohnen durch Fischhandel? East India Trading Company, ja, weiß ich. Sind die ganzen religiösen? Nö, irgendwie habe ich den noch nicht in Fokus.
Das kann man auch in den Statistiken irgendwo sehen. Trade. Trade Goods. Strategic Goods. Ah, das sind wir. Doch, 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 doch. Ich leade damit an, auf jeden Fall. Bin der Typ, der am meisten Fisch verkauft. Ja, als Inselstadt eigentlich macht das schon irgendwie Sinn, aber wenn man bedenkt, was ich alles für Kolonien habe, ist es wieder peinlich, weil ich ja so viel anderes hätte rauskommen können. Naja, 13% des weltweiten Fischhandels gehört mir. 13,2 sogar. Daraus mal gerade mal 1%. Und man bedenkt, wie viele Küstenprovinzen er hat. Das ist traurig. Ich meine, es bekomme ich mir gute Sachen dafür. Habe ich noch irgendwas, wo ich Trade Leader bin? Nee. Production Leader für Tabakko, also hier, Tabak. So eine Schatzkolonie vom Franzosen. Da hat der Tabak? Arschloch. Ehrlich, ey, was ein Penner. Es ist gar nicht mehr so einfach, da Tabak zu bekommen. Den Küstenprovinzen hier bekommen meistens auch nur Bullshit. Was ist das denn da alles? Da ist Tabak, das Fell, da ist Tabak, jawohl. Noch mehr Felle, noch mehr Tabak. Ist ja nicht so, dass da irgendwas anderes auch mal cool wäre, ne? Noch. Du verarschst mich doch. Oh mein Gott, zum ersten Mal sehe ich so etwas. Super. Ja, aber auch nur einmal, ne? Oh, zweimal sogar da. Ich heule rum, ne? Oh, sogar. Danke. Danke für das Salz. Ich ernte von da mal ab, würde ich sagen, ne? Boah, okay. Da ist der Franzose mir locker im Frieden, auf Ewigkeiten. Für immer jetzt in Frieden quasi. Und ich bin trotzdem auf die Eier. Das ist unglaublich, wie der Franzose immer wieder schafft. Also, ich finde es unglaublich. Wollen wir uns knüppeln? Na, ich würde sagen, wir sparen, dass wir hier wieder auf 20 hochkommen. Ich lasse mal, was machen so aus. Nicht unbedingt besser, ne? Nö, Ägypten ist immer noch ziemlich besetzt. Hier machen sich die tunesischen Separatisten nämlich breit und haben mir auch Tripoli zurückgeholt. Nett. Bin mal gespannt, wenn die Koalition gewinnt, was da alles herauskommt. Größtenteils eine Menge unabhängige Staaten und eine Menge anderer Blödsinn. Aragon ist echt peinlich, ey, mit dir. Oh, der Franzose ist im Krieg mit Kastilien. Ja. Geht es größtenteils nur um Mexiko, oder? Kann man so sagen. Da ist Neufrankreich. Und French Mexiko. Oh, ihr seid so. Gott, ist das so peinlich, wisst ihr das? Mexiko geht nebenbei bis hier oben hin hoch. Aber soll's. Ja, Franzose, mach weiter Claims auf mich. Sei ein guter Rivale. Bin mal gespannt spontan, wie stark die französische Marine mittlerweile geworden ist. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, er hätte immer noch keine Chance gegen mich. Ja, ich kann mir demnächst auch mal einen guten Admiral leisten. Und dann ist sowieso keine Schnitte mehr gegen mich. Wenn es interessant ist, dass jetzt der gute George ein bisschen länger auf dem Thron bleibt. Ich meine, es kürzt jetzt meine Queen of Consort ein. Aber so viel Unterschied macht das nicht, weil ich einfach coole Herrscher mittlerweile habe. Ich meine, alle haben Seelenherstärke 6. Das ist eigentlich ein Screenshot fast schon wert. Hat man sowas mal? Bis August, okay. Der Franzose nimmt Söldner entgegen. Ist das dein Ernst? Ist ja nicht so, dass der Krieg gegen Kastilien ziemlich einseitig ist. Oh mein Gott, ich bekomme. Oh mein Gott, ich bekomme mal Wolle. Ja, ich halte es nicht aus. Ich bekomme Wolle. Bist sicher, dass du mir noch mehr Fisch geben wolltest? Ich meine, 13,2% ist ja nicht so hoch, ne? So, na gut, zu dem kann ich auch Claims verlieren, ist mir egal. Unglaublich, ey, ich krieg Wolle, ey. Ich sag ey, ich raste aus. Das ist so cool. Ich könnte gleich im Fluss springen und mich ertränken, ey.
Wie ich auf den Fluss komme, ich weiß nicht. Und zwar General. Oh, der wird schon machen. Ich glaube nicht, dass ich gegen Cannabis noch so einen guten General brauche. Den überrennen wir jetzt ganz einfach am Ende. Aber das bauen wir noch. So, muss ich noch einen Monat warten oder? Ja, es geht sogar schon. Ja, dann holen wir uns den Süden da. Und wenn alles gut läuft, wird es nach diesem Krieg Cannabis nicht mehr geben. Dann radiere ich ihn endgültig aus. Muss halt nur gucken, dass keine anderen Deppen auf die Idee kommen. Wobei Malwa kann nicht, der hat noch Frieden bis 53. Reformen. Senkt meine Inflation. Wie hoch ist die eigentlich bei mir gerade? Nicht sonderlich hoch. Das würde mir eine Stabilität kosten, ob ich keine Lust habe. Also nö. Senkt die manuell einmal so. So, schnappen wir uns seine Küstenprovinzen, bekommt der Gute sowieso keinen Nachschub mehr. Die Festung vorne ist aber ziemlich schnell gefallen. Jetzt hat die Verteidiger auch keine Lust mehr, um gegen mich zu kämpfen. Im Sinne von, oh no, it's the fucking Brits again. Mal sehen, was wir da für einen Frieden reißen können. Vielleicht kann ich mir dadurch jetzt ein bisschen Goa besser drohen, weil ich hier jetzt eine richtige Grenze zu ihm habe. Vorher kam noch auf die Idee von wegen, ja, wir haben immer noch eine Distance between Borders, ne? Ja, klar. Bist du nicht noch verschuldet, mein Freund? Wie auch immer er das geschafft hat. Ich versteh's nicht. Der war locker, wie hoch war denn Schulden? 9000? Mehr? Found Indian Trade Company? Hör auf mich anzulügen, Frankreich. Du hast hier in Indien keine Gebiete. Ach, da unten. Ja, Indian Trade Company, ja, relativ, nicht wahr? Hier ist Indien. Nicht da auf der Insel. Aber gut, kann sein, dass der Franzose nicht ganz genau weiß, wo was ist. Ne? Immerhin habe ich alle Seekarten geklaut. Ah, sieh mal an, Australia. Habe ich gerade jetzt den Namen weggeixt, im Sinne von, hups... Ich meine, ich gebe dem Buddy auf jeden Fall sämtliche Gebiete rein, das ist klar. Will nicht, dass es der Franzose oder sonst wer irgendwelche von diesen komischen Dreckspennern mir noch die Gebiete klauen von Australien. Das ist mein bester Kumpel jetzt. Und den werde ich zu einem Riesen... Naja. Zum Riesen machen, den stopfe ich ziemlich voll. Ich will ja einen guten Buddy hier als Kolonie schon haben. Oh nein, da ist mein Herrscher gestorben. Naja, war ja klar, dass irgendwas passieren wird. Warum will Dena mich heiraten? Fuck you? Ah, das können wir mittlerweile machen. Sehr gut. Einmal. Wie schaut's denn ab mit meinem Kram so aus? Mal war es noch in Allianz. Zwecksbündnis halt. Mit den Niederlanden bin ich in guter Beziehung. Dann fördern wir die ein bisschen, würde ich sagen. Zu meinen Knechten können wir auch ein bisschen gute Beziehung halten. Ja, und die Cannabis-Armee kann ich jetzt vernichten, wenn ich das vorher niedergerissen ist. Und da müssen wir uns immer wieder aufpassen, dass da kein Blödsinn passiert. Dabei bin ich gleich gespannt, was hier passieren wird. Ich meine, ich könnte wieder Wolle bekommen. Oder wenigstens Getreide, was besser wie Fisch wäre. Was kann ich denn hier so alles bekommen? Oh, Tropenholz. Lass mich raten, ich bekomme die Naval Supplies. Oder noch mehr Fisch. Gut, die würde mich ja wieder auslachen und mir ganz komische Sachen geben. Ah, Getreide, ja immerhin. Oh, der Franzose macht ernst, hört sich die zweite Inselgruppe. Portugiese geht jetzt... Was macht der Portugiese da? Ich meine, jetzt geht er hier von... Ja klar, bekommt der Tropical Wood. Die Kacken, du Penner. Ich meine, was wollen die jetzt nicht als nächstes holen? Indonesien? Neuguinea? Japaner nerven?
Das sind die Europäer generell häufig, Japan einfach auf den Sack gehen. Japan ist dabei, seine Insel zu vereinigen und dann auszubauen. Auf einmal kommt irgendein so europäischer Deppe vorbei und meint da erstmal, Jesus machen zu müssen. Ja, ich verteile erstmal die Religion, auch wenn du es nicht willst. Oh, jetzt kann Frankreich gar nichts mehr machen. Jetzt ist auch der Queen Consort gestorben. Darf ich mich erschießen? Was ist für ein Recency Count? Soll ich mich verarschen? Normalerweise sind so sämtliche Recency Counts alles scheiße. So mit 1,02 oder sowas als Maximum. Was schon gut wäre. Das ist der Frieden mit den Osmanen? Willst du mich natzen? Er gibt hier ein paar Grenzprovinzen zurück, die sich jetzt sowieso der Böhmer wiederholt. Dann gibt's Ungarn fucking Zeta. Was keinen Bezug hat zum Kernland, okay? Dann tust du hier Ragusa und Albanien wieder unabhängig erklären. Ja, wow. Als ob es den Osmanen kümmert. Ich dachte, da kommt ein richtiger heftiger Frieden, der den Osmanen richtig wehtut. Nein. So gemeint sind wir doch nicht zu unseren türkischen Freunden, nicht wahr? Darf ich mich jetzt erschießen? Die sind alle scheiße. Das ist mir deswegen noch am liebsten. Ja, Geld kannst du haben. Church Power kannst du haben. Was haben wir noch? Nein. Oh, die 8 können wir richtig verlieren. Autonomie will ich aber auch nicht rausgeben. Prestige will ich auch nicht rausgeben. Da geben wir ein paar Punkte raus hier. Ein bisschen Duplo Power weg und ein bisschen Militär Support weg. Dann passt das schon. Okay. Bedeutet quasi, wir haben wieder einen Kolonisten weniger. Wir können nicht mehr so heftig spreaden. Ah, macht eh nichts, er ist eh gleich fertig. Kann eigentlich der englische Bürgerkrieg irgendwann ablaufen? Können wir Stop bei Stabilität von 3 haben? Do not have the English Monarchy. Also wenn ich irgendwas anderes habe als die Monarchie. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum bist du im Krieg, mein liebes Australien? Aber okay, gegen Cannabis darfst du ruhig im Krieg sein. Interessant, wie schnell die erste Festung gefallen ist und wie lange die zweite einfach, naja, standhält. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie rumheule, dass es so ist, aber es nervt. Oh, das ziehen wir uns auch gleich durch. Nach dem Krieg, würde ich sagen. Ist ja nicht so, dass ich diesen 14.000... Yo, Schweden, was ist denn das für ein Expeditionskorps? Ich sag doch, der Fleming, Alter. Wäre es nicht eventuell sinnvoller, mein liebes Schweden, wenn du in der Heimat bleiben würdest, falls Russland aufmuckt? Ich bin nicht in der Lage, Russland aufzuhalten. Das war deine fucking Armee gewesen, die vernichtet haben. Und nicht meine. Aber ich sage euch, sobald ich hier eine kleine Provinz von den Franzosen und den Portugiesen hier sehe in Australien, dann wird es Krieg geben. Ich lasse mich aus Australien wegmopsen. Na, sieh mal an. Gerade zurückgekehrt und schon kannst du den nächsten auch schon besiegen. Okay, machen wir Frieden mit Cannabis. Und schauen wir mal, was wir daraus alles rausziehen können. Frage Nummer 1, kann ich theoretisch... Nein, kann ich nicht. Ich muss tatsächlich was übrig lassen. Tolle Wurst. Das nehmen wir uns auf jeden Fall schon mal. Ja. Das nehmen wir uns. Was kann ich für Staaten lesen? Nur Viagra. Und noch nur da vorne. Wow, das nützt mir nichts. Ist ja toll, dass ich am Ende übrig lassen muss. Ist es dasselbe?
Sieht so komisch aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dasselbe ist. Areal, ne? Beziehungsweise Area. Ja. Ne, sind zwei verschiedene. Finde ich blöd vom Paradox. Ah, hier sieht man es ein bisschen deutlicher mit den Schriftzügen. Ist aber schön vom Paradox, dass sie dieselbe Farbe haben. Also kontraproduktiv. Wir können schon mal eine Grenze zu Malva machen, damit ich da auch Claims machen kann. Ich würde sagen, das kann man. Das kann ich meinen Knecht geben. Das ist vielleicht auch noch, sieht ein bisschen schöner aus. Nehmen wir uns das, dann reicht das. Ich will ja keine Enklave draus machen. Nehmen wir uns die Provinzen. Ich kann mehr auf Malwa Claims machen. Auf Bengal kann ich Claims machen. Gucken, was ich draus machen kann. Wahrscheinlich werde ich jedem was releasen. Ja, gib mir all dein Geld. Hat eigentlich keinen Sinn mehr, Wolves noch zu beziehen von dir. Weil das aber eigentlich auch keinen Sinn mehr macht. Was soll's, gibt immerhin Prestige. So. Alles Korn. Und dann einmal neue Duplo, neue Militärtech. Und neue Kanonen. Fein. So. In Australien ist es mehr wild, weil ich irgendwas gemacht habe, was die. Ja, ein bisschen wild ist da unten jetzt. Gott, der aggressiv. Sag mal, chillen die Typen, wenn sie ehrlich, ey. Und man wird fast schon sagen, sobald ich die Kernprovinzen hier habe und die Wahrscheinlichkeit des Aufstandes recht gering ist, greifen wir Bengal an. Könnte ja witzig werden, wa? Ja, das kann witzig werden. Ich würde sagen, lieber hier im Norden weitermachen. Na gut, Leute. Mehr im nächsten Part. Danke. Ich soll wohl meine Inflation runtersetzen, meint das Spiel, ja? Ist sie so lieber, Spiel? Bis zum nächsten Mal dann. Mal gucken, wie wir in Indien weiter vorrücken können, weil Bengal und Malwa gleichzeitig im Krieg haben, ist ein bisschen problematisch. Ja, bis zum nächsten Mal einfach. Ciao.